Und jetzt schon gekackt. Schon Körpertasche eingebaut zur Begrüßung. So, willkommen Jungs und Mädels zum Fördertraining heute. Wir werden eine Stunde miteinander ein bisschen Gas geben und dann schauen, dass wir möglichst viel Spaß auch haben, auch wenn wir immer noch drinnen bleiben müssen. Schade für uns alle, aber so ist das Leben. Wir starten mit drei Koordinationsaufgaben, die wir aber gleich mit so ein bisschen Technik verbinden. Und danach gibt es heute relativ viele Trickkombinationen. Ihr braucht heute eigentlich nur drei Hütchen und einen Ball. Und für den zweiten Teil braucht ihr gar keine Hütchen mehr, da braucht ihr einfach nur Platz und eine gute Technik, hoffe ich für euch. Genau. Wir stellen uns die drei Hütchen so hin, dass die ungefähr so 1,5 Füße auseinander sind. Das habt ihr jetzt vom Aufbau her schon ein paar Mal gehabt auch. Der Ball liegt links neben euch. Ihr macht immer, erste Runde starten wir ganz einfach, ihr lauft mit zwei Kontakten drüber, wenn ihr hier außen seid, macht ihr drei Kontakte und lauft wieder zurück. Sobald ihr am Ball seid, machen wir in der ersten Runde immer rechts ziehen, vorlegen, links ziehen, vorlegen, rechts ziehen, vorlegen, links ziehen, vorlegen, rechts, rechts, links, links. Lassen den Ball auf der anderen Seite liegen, laufen wieder drüber, machen außen drei Kontakte, innen zwei und machen jetzt links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, lassen den Ball liegen und laufen wieder mit zwei Kontakten drüber. Wenn wir drüben sind, machen wir wieder von der anderen Seite los. Wir machen das jetzt so, ihr bekommt ein bisschen Zeit, 3, 4 Minuten, 5 Minuten, das auszuprobieren. 2 Minuten, mal sehen. Wenn das alle gecheckt haben, dann machen wir einen kleinen Wettkampf und dann gibt es Übung 2. Der Marc ist ein ganz intelligentes Kind, der hat es bestimmt verstanden, der darf jetzt gleich mal loslegen. Ja, schauen wir mal. Die letzten Male war es ja relativ kompliziert, da habe ich es nicht so hinbekommen auf Anhieb. Schauen wir mal. Also ziehen, vorlegen war es einfach und dann durch mit zwei Kontakten. Genau. Also. Ziehen, vorlegen rechts, ziehen, vorlegen links, ziehen, vorlegen rechts, ziehen, vorlegen links, ziehen, vorlegen rechts, ziehen, vorlegen links. Ball ablegen, zwei Kontakte rüberlaufen, außen drei Kontakte machen. Rechter Fuß doppelt. Jetzt machen wir Startung mit dem linken Fuß. Einmal links ziehen, vorlegen, rechts ziehen, vorlegen, links ziehen, vorlegen, rechts ziehen, vorlegen, links ziehen, vorlegen, rechts ziehen, vorlegen. Kugel wieder kurz anhalten und wieder mit zwei Kontakten rüber. Rechter Fuß startet. Kontakte außen, linker Fuß. Und dann wieder rechts, rechts. Links, ja, da war schon mal der erste Fehler eingebaut. Wir starten rechts, rechts aus dem Hütchentor raus. Und links, links zurück. Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Kombination, die ich im Spiel so benutzen würde, mein Freund, zweimal ziehen, vorlegen, aber da geht es jetzt auch ein bisschen um Koordination. Wir sind jetzt im Koordinationsteil am Anfang und da geht es schon auch darum, dass man ein bisschen umspringt bei den Zonendricks. Also versuchen wir mal ziehen, vorlegen zu machen, nachzuspringen, ziehen, vorlegen, nachzuspringen, dann kommt man auch ganz gut in den Ball. Ja, schau mal, jetzt ist er dynamisch, der Wahnsinn. Brutal. Das mache ich jetzt eine halbe Stunde durch? Ja, das machst du nicht eine halbe Stunde durch, das machst du jetzt noch einmal. Und dann machen wir einen Wettkampf. So, meine Freunde, musst du den eigentlich immer machen? Wettkampf, oder wie? So, meine Freunde, wir machen das jetzt so, damit der Marc hier nicht komplett entlastet ist, machen wir es heute mal ein bisschen anders. Und zwar macht ihr die Wettkämpfe immer gegen den Trainer. Und zwar machen wir das jetzt so, ihr habt jetzt eine Minute Zeit und wir machen jetzt in einer Minute so viele Runden, wie es geht. Eine Runde heißt immer, sobald der Ball mit dem Ziehen vorliegen auf der anderen Seite liegt, habt ihr eine Runde geschafft. Wir starten mit Ziehen, Vorlegen auf mein Kommando und wer am Ende die meisten Runden hat, der ist dann der geilste Typ der Welt, kann sich dann auch ein bisschen mit mir vergleichen. Wir gucken mal, ich bin mir sicher, dass einige schneller sind wie ich. Wir starten in 5 Sekunden, meine Freunde, damit ich eine Zeit habe. 4, 3, 2, 1, los geht's! Schöner Frühstart, dann kann man sich vorstellen. Vielleicht ein Vorteil. Immer. So, jetzt machen wir Kontakte. Ich bin bei 1. Wie sieht's aus? Also, solange du noch reden kannst, geht's schneller. Wir sind bei 2. Hier daheim versucht trotz Tempo immer sauber zu bleiben. Wir sind bei 4. Du sagen, dass das nicht sauber ist. Doch, zum Schauen. Du bist ja auch hoch. So, wir haben noch 15 Sekunden, meine Freunde. Wir sind bei 5. Also ich bin bei 5. Ich hoffe, ihr seid weiter. Nein. Eine Runde noch, komm. Stopp.
Ich bin genau bei 7 gelandet, meine Freunde. Ich gehe davon aus, dass der eine oder andere schneller ist wie ich. Aber alte Männer müssen auch nicht so schnell sein. So, ihr könnt kurz durchschnaufen. Aufgabe bleibt, oder Aufbau, nicht Aufgabe. Erste Deutsch, meine Freunde. Bleibt genau gleich. Und zwar, ihr nehmt den Ball jetzt in die Hand und jetzt machen wir das Ganze mit ein bisschen Dropkick. Aufgabe schaut so aus. Wieso geht meine Zeit weg? Na egal. Aufgabe schaut so aus. Ihr macht immer einen Hopserlauf und der innere Fuß zieht immer an. Also, ihr macht einen Hopserlauf. Ihr könnt erstmal im Stand anfangen, bis ihr die Bewegung habt. Dann macht ihr rechter Fuß nachziehen. Rechter Fuß nachziehen, rechter Fuß nachziehen. Dann machen wir dasselbe nach zurück. Hopp. Jetzt lassen wir den Ball fallen und stoppen ihn Dropkick. Und jetzt machen wir anders wie vorher. Immer ziehen, Fuß wechseln. Links, rechts. Rechts, links. Links, rechts. Rechts, links. Und jetzt wird es interessant. Kugel sich selber hochlenken und wieder einen Hopserlauf machen. Und einen Hopserlauf zurück. Dropkick stoppen. Ziehen, Fuß wechseln. 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 Kugel sich selber hochnehmen. Hopserlauf machen. Hopserlauf zurück. Und wenn ihr jetzt clever seid oder perfekt wäre, wenn ihr den Dropkick auch mit beiden Füßen macht, und zwar mit dem äußeren. Linke Seite, linker Fuß Dropkick. Weil jetzt kann ich gleich links, rechts, rechts, links starten. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links. Hoch damit. Hopserlauf. Hopserlauf zurück. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt brauchen wir den Dropkick mit dem rechten Fuß. So. Der Marki darf anfangen. Geh nicht mehr 5 Runden bei dir. Nein, 5 Runden sind nicht mehr drin. Okay. Also, Matze, wie geht's nochmal? Also, wir starten mit Dropkick. Lass mich doch mal atmen. Nein, du startest mit dem Hopserlauf. Du startest mit dem Hopserlauf auf die Seite, also der rechte Fuß startet mit dem Hopserlauf. Du kannst auch erstmal im Stand machen und jetzt ziehst du rechter Fuß drüber, linker nach, rechter drüber, super. Und in die andere Richtung, genau, außen haben wir wieder 3. Jetzt machen wir links den Dropkick. Und jetzt machen wir immer ziehen, Fußwechsel. Links, rechts, langes ziehen, Fußwechsel, kurzes ziehen, Fußwechsel. Langes ziehen, Fußwechsel, kurzes ziehen, Fußwechsel. Kurz gebremst, super. Jetzt brauchen wir den Ball wieder in der Hand. Ja, jetzt machen wir den Hopserlauf in die andere Richtung. Reinkommen. Genau, jetzt müssen wir wieder reinkommen. Ihr könnt euch noch Zeit lassen zum Reinkommen, Jungs. Hopserlauf ist für einige immer noch so ein bisschen eine schwierige Bewegung manchmal. Versuchen da erstmal einen Rhythmus zu finden und dann erst schneller zu werden. Erstmal sauber und dann schneller. Rechter Fuß sitzt im Dropkick, super. Jetzt machen wir rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Kugel wieder hoch und wieder Hopserlauf. Jungs, schaut mal ganz kurz her, was ihr auch gleich reinbringen könnt, rein technisch gesehen. Für die Jungs, die schon ein bisschen besser dabei sind und länger dabei sind, ihr wisst vielleicht schon, dass es zwei unterschiedliche Arten von Ziehen-Fußwechseln gibt. Es gibt einen gebremsten Ziehen-Fußwechsel, es gibt einen geschobenen Ziehen-Fußwechsel. Wenn ich immer ein Hütchen weiterkommen will, dann müsste der erste immer geschoben sein. Also den ersten muss ich immer wegschieben, weil jetzt habe ich die Distanz zu dem zweiten Hütchen. Den zweiten muss ich bremsen, weil da will ich ja, dass er in dem Hütchen liegen bleibt. Jetzt kann ich wieder lange schieben, gebremst. Lange schieben, gebremst. Da könnt ihr auch gleich noch üben, dass ihr die beiden verschiedenen Arten von Ziehen-Fußwechseln hintereinander hängt. Dann ist es technisch noch ein bisschen anspruchsvoller. Schauen wir, ob der Marc es auch hinbekommt. Aber technisch, ja, wir haben auch nicht nur gute. Also ich muss sagen, ich habe mich mega doof angestellt letztens bei Michi Schubke. Ich habe den Rhythmus nicht gefunden hier beim Hopserlauf. Über Hütchen mal einfach diese Hütchen, deswegen auch für euch daheim. Es ist nicht schlimm, wenn ihr über Hütchen Hopserlauf macht oder irgendwas. Das ist einfach ungewohnt, wenn man eine Leiter oder irgendwas Niedriges. Tut man sich normalerweise in der Regel auch leichter. Genau, bei den Hütchen müsst ihr immer den Fuß ein bisschen anziehen und nachziehen und das ist nicht so einfach. Deswegen sage ich auch, Jungs, lasst euch Zeit, nehmt euch den Rhythmus und schaut, dass ihr in den Rhythmus reinkommt. Lang, kurz, genau. Der kann noch länger rollen, schau, dann kommst du noch besser in den Ding rein, wenn du den länger rollst. Genau. So, jetzt kommst du besser rein. So, jetzt brauchen wir vorne, genau. Jetzt brauchen wir die Kugel wieder in der Hand. Und jetzt müssen wir wieder linker Fuß zieht. Genau, sehr gut. Rechter Fuß zieht. Super, außen. So, und jetzt brauchen wir wieder rechter Fuß Dropkick. Und jetzt müssen wir links schiebt an, rechts bremst. Links schiebt raus, rechts bremst. Ja, also läuft doch. So, Jungs, in der zweiten Runde, sieht gut aus, glaube ich, dürft ihr den Wettkampf diesmal gegen den Marc machen, weil ich nicht mehr kann. Die dritte Runde machen wir den Wettkampf dann wieder gegen mich.
Also habt es immer einmal schwer und einmal leicht. Kann sich jeder überlegen, was schwer und was leicht ist. Wir machen es genauso. Immer wenn ihr den Ball Dropkick stoppt, habt ihr eine Runde geschafft. Wir machen wieder eine Minute und wir legen in 5 Sekunden los. Super. Hopp! Los geht's, meine Freunde. Ihr startet. Genau. Perfekt. Sehr gut. Hopp. Außerhalb Dropkick. Sehr gut. Es war 1 bei Marc übrigens. Genau, und wenn ihr Fehler habt, dann repariert ihr sie, kein Problem. Machen alle Fehler. Oh, Jungs, da habt ihr eine Chance jetzt, da habt ihr eine Chance. Und 2 Fehler eingebaut, 2 kleine. So. Mega macht's. Sind schon bei 3, glaube ich, gell? Nee. So. Das ist der 4. jetzt, glaube ich, schon von Marc. Oh, Jungs, habt ihr eine Riesenchance jetzt? Wir haben noch 15 Sekunden. Das ist vielleicht eine Sprung. Ja, natürlich. Jungs, eine Runde schaffen wir noch. 5 Sekunden haben wir noch. Wir schaffen noch eine, ich bin mir sicher. 2. 1, stopp! So. Jungs, wir haben, glaube ich, 7-8 Runden wieder geschafft. Könnt ihr auch schaffen, wenn ihr habt von 10 über dir. Schau mal, wie viele Runden ihr schafft. Nach der 2. Runde jetzt, Jungs. Machen wir mal eine kurze Trinkpause. Ihr könnt mal schnell was trinken gehen. Wir haben 2 Minuten kurz Trinkpause, 3 Minuten und dann legen wir wieder los. Ich bin der Erste, der bei der Trinkpause ist. Ein bisschen durchschnaufen könnt, vor allem wir. Währenddessen kann ich ja mal kurz erzählen, zum Rahmenkurs, mal eben stattfindet, nochmal zur Erinnerung, eine kleine Reminder, Programmvorschau. Und zwar, wir haben ja immer noch unser Online-Training jede Woche, Montag bis Freitag, immer um 16 Uhr, nochmal kurz angefasst. Spickerschau Montag und Donnerstag haben wir immer den Fußball-Kindergarten online, Dienstag und Freitag ist das Fördertraining online und am Mittwoch um 16 Uhr ist das Torwarttraining online. Schau vorbei, klickt drauf, gibt uns ein Like, teilt uns fleißig weiterhin, damit wir durch die Zeit auch gemeinsam kommen. Genau. Puh, dann gehen wir in die letzte Koordinationsaufgabe. So, wir sind ja im Fördertraining, deswegen machen wir es jetzt ein bisschen schwieriger. Wir haben den Ball nochmal in der Hand und das mit dem Dropkick, mit dem äußeren Fuß behalten wir bei. Wir machen jetzt immer Taps. Ich mache das sehr gerne am Anfang auch mit dem Hütchen, weil dann habt ihr immer so eine leichte Hilfe. Und zwar, wenn ihr von der Seite guckt, Fuß ist oben, Fuß hat einen 90-Grad-Winkel und Fuß ist vor dem Körper. Ihr drückt jetzt den Fuß immer Zehenspitze in den Boden und zieht ihn wieder an. Ihr müsst ihn nicht nach da hinten drücken, sondern der Fuß geht gerade runter, gerade hoch. Gerade runter, gerade hoch. So, jetzt ist es immer so. Nicht bei jedem Sprung den Tap machen. Wenn ihr bei jedem Sprung einen Tap macht, dann sieht es aus wie ein Pferd. So, was ihr eigentlich machen wollt ist, ihr hüpft und dann macht ihr immer runterdrücken, hochziehen. Runterdrücken, hochziehen. Also ihr könnt ruhig, wenn ihr mal schaut, 1, 2, 3, hopp, 1, 2, 3, hopp. Also ihr könnt ruhig immer 3-mal oder so auf dem linken Fuß springen. Um den Rhythmus jetzt ganz gut zu üben, machen wir das mit der Hütchenreihe so. Ihr guckt nach da vorne und ihr haltet euren Fuß einfach über das Hütchen. Der andere Fuß ist dahinter. Jetzt hüpft ihr rüber und immer wenn ihr in der Lücke seid, in der Mitte, dann drückt ihr den Fuß runter. Also ihr hüpft runter, tap, tap. Tap und jetzt wechseln wir auf den anderen Fuß. Das Ende ist nicht so einfach. Da müsst ihr versuchen, mit dem letzten Tap den anderen Fuß anzuziehen. Jetzt hüpfen wir zurück und machen dasselbe. Links Tap, links Tap, links Tap. Kugel fallen lassen. Und jetzt immer ziehen hinter dem Fuß vorbei. Also links ziehen zurück, rechts ziehen zurück. Wenn ihr auf meine Füße achtet, dann merkt ihr schon, ihr müsst so ein bisschen nachspringen. Weil jetzt würde mein Fuß nicht gut stehen. Wenn ich jetzt ziehen zurück machen würde, würde der Ball Richtung Band rollen. Ihr müsst also immer versuchen nachzuspringen, ziehen zurück. Jetzt springe ich wieder nach, ziehen zurück. Jetzt springe ich wieder nach, ziehen zurück. Jetzt springe ich wieder nach, ziehen zurück. Am Ende nehmen wir uns den Ball wieder hoch und machen wieder Tap,
Tap, tap, tap, tap, tap. Jetzt nehmen wir den Ball mit dem äußeren Fuß wieder. Das war kein guter Locking. Nachspringen, ziehen, zurück. 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 Kugel wieder in die Hand. Bevor wir da jetzt einen Wettkampf machen, da lasst euch jetzt mal ein bisschen Zeit und versucht jetzt erstmal ganz langsam in die Taps zu kommen. Rüber zu kommen, runterdrücken, runterdrücken, runterdrücken. Und perfekt ist es dann, wenn die Zeit am Boden kurz ist. Also nicht gut ist, sondern super wäre, je kürzer der Kontakt am Boden ist, desto besser. Jetzt hat es sogar den kleinen Vorteil, dass wir zu Hause sind. Eigentlich darf man das auch gar nicht hören. Vielleicht hört man es auch auf der Kamera so ein bisschen, wenn ihr es mit dem ganzen Fuß so macht. Das hört man. Bei mir hört man gar nichts. Das ist fast kein Geräusch. Das ist nur die Zehenspitze ganz kurz am Boden. Das wäre das Ziel. Der Marc darf mal ausprobieren. Langsam und in aller Ruhe. Und den Wettkampf machen wir dann wieder gegen mich. Ja, das Gewicht ist eigentlich immer hinten am Standbein sozusagen. Der Fuß ist eigentlich ganz leicht, kann man sagen. Und ganz wichtig wäre noch zu wissen, ja, einen Rhythmus zu finden, dass man irgendwie schaut, dass man gleichmäßig macht, dass man nicht mehr 4 Kontakte macht, sondern 5 oder was. Ja. Wenn es geht. Hauptsache, ihr springt nicht nur einmal, weil das ist immer das Allerschwierigste. Also. Aber ich finde jetzt 2 oder 3 nicht so richtig. Ja. Genau, rüberhüpfen. Tap. 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 Anderer Fuß hoch. Super. Tap. 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 Äußerer Fuß macht den Dropkick. Oh. Jetzt brauchen wir wieder nachspringen. Den rechten Fuß immer möglichst nah an den Ball hin. Jetzt machen wir links ziehen hinter dem Fuß vorbei. Lange laufen lassen. Nachspringen rechts ziehen hinter dem Fuß vorbei. Nachspringen links ziehen hinter dem Fuß vorbei. Nachspringen rechts ziehen hinter dem Fuß vorbei. Nachspringen links ziehen hinter dem Fuß vorbei. Nachspringen, rechts ziehen in der Fußarbeit, Kugel hoch. Und wir würden jetzt wieder mit links Tab rüber starten, genau. Oh, runter, runter, super, genau. Ihr seht das auch schon, der Marc hält sich zum Beispiel den Ball gerade vor dem Körper, das könnt ihr auch gerne machen. Das hat nämlich dann den Vorteil, dass ihr im Rücken ein bisschen gerader bleibt, weil viele Leute immer so nach vorne gehen, wenn sie hüpfen. Wenn ihr so macht dann, und den Ball anschaut, dann habt ihr die Sicherheit, dass ihr, wenn ihr von der Seite schaut, hier hinten, so gerade wie ich halt jetzt grundsätzlich bin, stehen bleibt. Ja? Und ich kann durchschauen, meine Beine sehen vor allem. Musst du überprüfen, wo deine Beine sind. Richtig. Sind immer an dem anderen Ort, oder? Das kann passieren. Ja. Ui, ui. Nachspringen, mein Freund. Nachspringen, ja, wenn man das so macht, gell? Ja. Halbe Sparflamme ist zu wenig. Ja, so, da merkt ihr aber jetzt gleich auch bei Marc, wenn ihr nicht nachspringt, das ist wirklich so, und es sind auch 2 unterschiedliche Nachspringer, das kann ich ja vielleicht nochmal zeigen. Wenn ich jetzt nämlich links hinterm Fuß vorbei ziehe, dann kann ich eigentlich einen großen Schritt machen, weil der ziehen hinter dem Fuß aber relativ lange rollt. Das ist wieder so, bei ziehen zurück gibt es keinen Unterschied eigentlich, da gibt es jetzt nicht einen geschobenen und einen gebremsten. Aber es ist schon so, wenn ich den ersten länger mache, dann kann ich einen großen Schritt machen und den Ball aufhalten und auf den Ball mit dem Fuß drauf und stoppe ihn quasi. Da muss ich gar nicht so viel springen, es ist einfach nur ein großer Schritt. Das zweite muss hier aber relativ schnell gehen, das heißt, was ich jetzt mache ist, ich halte den Ball schon mit links an. Und jetzt mache ich quasi 2 Dinge in einer Bewegung. Ich springe nach und ziehe. Das ist in Zeitlupe gar nicht so leicht zu zeigen, aber mein Fuß steht ein bisschen, ich springe nach und ziehe. Das ist fast eine Bewegung. Das Nachspringen und Ziehen ist fast eine Bewegung. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach. Der Marc macht nochmal 2 Durchgänge und dann machen wir Wettkampf. Genau. So. Also. Perfekt. Perfekt. Taps sind super. Sieht man gleich, dass der Marc schon geheiratet hat, tanzen kann. So. Was soll denn das jetzt heißen? Ja gut. Ja, läuft doch. So, jetzt bauen wir die Kugel wieder oben. So, das ist gar nicht so ohne, meine Freunde, wie gesagt. Ihr müsst immer ein bisschen versuchen, dynamisch nachzuschwingen. Ja. So, aufpassen, dass der Fuß vorne bleibt, dass ihr ihn nicht nach hinten durchzieht. Äußerer Fuß wieder Dropkick, super. Boah. Den Dropkick machen wir auch mit der Zehenspitze und nicht mit der Ferse. Ja, dann hüpft der Ball nicht nach vorne. Ich wollte Basketball spielen. Mhm. So, jetzt haben wir nämlich eine Kontrolle. Jetzt haben wir auch so einen leichten Backspin im Ball. Jetzt auch nicht zu viel erklären, aber das merkt man beim Dropkick schon nochmal gleich. Wenn der Ball sich so ein bisschen rückwärts dreht, dann bleibt das schöner liegen. Perfekt. So, Jungs, dann mache ich mir meine Uhr wieder an und dann machen wir Wettkampf gegeneinander. Aber ich sag's gleich, das gilt nur, wenn die Tabs auch wirklich schön gemacht sind. Das heißt, der Fuß darf nicht hier nur so machen, sondern der Fuß muss schon immer hoch und runter, hoch und runter. Sonst gibt es da keine Punkte dafür. Ich gucke mir das an. Ich kann überall zuschauen. Ich kann bei jedem vorbeischauen persönlich. So, und zwar, wir starten in 5 Sekunden, damit wir wieder einen einheitlichen Start haben. Und wieder genau dasselbe. Jeder Dropkick geht los. 2,
1 und los. Und Runde Nummer 2. 20 Sekunden sind rum. Runde Nummer 3. Endspurt. Zeit ist weg. 15 Sekunden noch. Einer und gehen noch hin. Und. Oh, der Tap schlecht. Mal Staub. Oh. Hey, der letzte Tap war mit der Ferse. Gefällt mir gar nicht. War nicht gut. Also, ich habe 5 Runden geschafft. Wie sieht es bei euch aus? Ich hoffe, ähnlich viel. Jetzt, wir machen jetzt gar keine große Umbaupause. Einfach keine Mütchen brauchen und nur ein bisschen Platz. Und zwar, ich zeige es erstmal in eure Richtung und jetzt folgendes. Mir ist wirklich wichtig, wir machen das ganz, ganz langsam. Wir machen jetzt Kombinationen, die sind nicht so ohne und die sind wirklich schwer und wir versuchen das hinzubekommen erstmal in Zeitlupe. Wir starten wie folgt. Ball liegt an meinem rechten Fuß, linker Fuß ist leicht vorne versetzt. Ich stehe also so ein bisschen schräg. Ich stehe quasi so, wie wenn ich einen Cristiano Ronaldo kurz vor dem Schlagen anhalten würde. Also kurz bevor ich den Ball schlage, halte ich den Cristiano Ronaldo an. Ich friere quasi ein. Wir machen jetzt in einer Bewegung Hokus, Pokus, Elastico. Und machen dann links eine Sohlenwende. Das ist Bewegung Nummer 1. Ich zeige auch ganz langsam hintereinander die beiden Bewegungen. Also. Wir machen rechts einen Hokuspokus, das heißt hauen, vorschlagen, gehen direkt in einen Elastico, machen links eine Sohlenwende. Ein letztes Mal, Teil 1, dauert jetzt die Erklärung ein bisschen, verfügt ja länger Zeit zum Probieren. Also Hokuspokus, Elastico, Sohlenwende. Als zweiten Teil hängen wir noch einen schweren Griff hinten dran, und zwar ist es Seroberto Konter. Den können ganz viele schon. Und wenn ihr normalen Seroberto könnt, ist das eigentlich relativ einfach. Füße auseinander, Ball rollen, Schritt nach vorne machen, sodass der Ball da hinten vorbeiläuft. Dann würde ich aber in diese Richtung weiterlaufen. Beim Seroberto Konter ist es so, dass ich den linken Fuß schon so schief absetze. Also ich rolle, ich setze den Fuß schief ab und haue ihn jetzt wieder nach vorne. Jetzt hängen wir die beiden Bewegungen aneinander. Wir machen Hokus, Pokus, Elastico. Sohlenwende, Seroberto Konter, Sohlenwende. Könnt ihr euch die Kugel kurz stoppen, wenn sie euch zu viel rollt. Die richtig starken Jungs, die das schon können, können es aus der Bewegung weitermachen. Hokus Pokus, Elastico, Sohlenwende, Seroberto Konter, Sohlenwende. Das wäre die Aufgabe. Macht es mal ganz, ganz langsam. Versuchen im Gehen. Wir geben euch jetzt auch ein bisschen länger Zeit zum Ausprobieren, bevor wir einen Wettkampf machen. Der Marc probiert es auch mal aus. Ich muss auch erstmal langsam. Genau, wir machen Hokuspokus, das heißt rechts rüber, rechter Spann schlägt vor. Elastico, linke Sohle wendet nach außen. Jetzt in den Ball reingehen, rechts, Seroberto. Konter, linke Sohle wendet, Ball mit der Innenseite anhalten, jetzt bin ich wieder in der Ausgangsposition. Sehr gut, Herr Stieger, sehr gut, Herr Stieger. Bin technisch begeistert. Super, Sohlenwende. Seroberto Konter, Sohlenwende. Super. Wenn Marc jetzt schon mal zusammen super gemacht, dann kann ich noch mal ein paar Sachen erklären. Schauen, dass ihr bei dem Hokuspokus verliert ihr den Kontakt zum Ball, auch wenn es geht, möglichst wenig. Manchen Kindern passiert das so ganz kurz. Man kann es aber auch direkt machen. Das wäre jetzt das Ende, dass ich das möglichst ohne den Ball zu verlieren mache, dass ich wirklich hopp hopp mache. Das ist aber dann schon, das macht es dann noch schwieriger, in den Elastico reinzukommen. Das heißt, was ihr jetzt machen müsst, ist, was ganz viele Kinder machen, ist so hopp, hopp. Das ist jetzt auch nicht ganz verkehrt, aber wenn ich es wirklich im Spiel versuchen will oder wenn ich den wirklich perfekt beherrschen will, den Trick, ist es eigentlich eine Bewegung. Es ist hopp, hopp.
Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr diesen Vorrollball nicht zu hart macht. Der Ball muss jetzt hier relativ langsam rollen, damit ich jetzt gleich nach außen und nach innen schieben kann. Sohlenwende kann relativ kurz sein. Beim Seoberto dagegen, da verliere ich den Kontakt zum Ball. Das heißt, da mache ich meinen Schritt und jetzt haue ich wirklich mit dem Spann auf den Ball, sodass der Ball wieder in die andere Richtung wegrollt. Wir machen noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, dass das echt eine schwere Aufgabe ist. Das kann man nicht 2 Minuten üben. Lass mich mal 2, 3 Runden machen noch. Genau, der Marc macht man noch 2, 3 ganz langsame Runden, damit wir wirklich gut und sauber geübt haben. Ja, passt. Es macht nichts. Im schlimmsten Fall haltet ihr euch die Bälle dazwischen mal an. Wenn ihr mal einen Durchlauf schafft, wo ihr den Ball gar nicht bremsen müsst, dann ist das natürlich ganz brutal stark. Das ist dann schon eine richtig hohe Kunst. Hopp. Elastico, Sohlenwende. Super, Seoberto Conta, Sohlenwende, sehr gut. Fokus. Ja, aufpassen, dass ihr den Fuß nicht so, euch nicht selber in den Weg stellt. Dann habt ihr ein Problem. Das heißt, je weiter vor ihr den Fuß stellt, desto leichter ist es eigentlich. Körperschwerpunkt genau. Nach vorne gefallen. Je weiter, perfekt. Ja. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr den. Das ist jetzt auch wieder das, was ich vorher gerade erklärt habe. Das macht aber nichts. Wenn ich den Hokuspokus zu fest haue und der Ball rollt zu stark, das ist sehr schwer, aus dem rollenden Ball Elastico zu machen, ist eh schon schwer. Deswegen müsst ihr gucken, dass der Ball relativ langsam rollt. Gut, macht nichts. Gut. Läuft doch. Eine Runde noch. Machen noch eine Runde, dann habt ihr auch Zeit gehabt, das auszuprobieren, Jungs. Und dann machen wir wieder unseren Wettkampf, wie immer. Und danach gibt es wieder eine kleine Trinkpause. Ja. Schauen, dass der Ball ein bisschen schräger nach vorne rollt. Super. Ah. Kurz. Und zwar, machst du den Wettkampf? Kann ich probieren. Okay. Der Marc macht den Wettkampf. Und zwar, damit es auch ein bisschen spannend wird. Wir machen die Wettkämpfe nicht immer auf Zeit, weil ich einfach so wahnsinnig kreativ bin. Sondern wir machen es diesmal umgekehrt. Und zwar machen wir es diesmal so. Der Erste, der bei 5 ist, der sagt Stopp. So, das heißt, ihr könnt jetzt quasi jeder für euch gegen den Marc battlen. Der Marc sagt Stopp, wenn er 5 Runden geschafft hat. Das heißt, immer wenn er wieder da steht, wo er jetzt am Start steht, dann hat er 5 Runden geschafft, eine Runde geschafft. Ja, super. 5x5, also, okay. Dann hat er 25. Eine Runde geschafft. Und wenn der Marc Stopp sagt und ihr wart vor dem Marc fertig, dann habt ihr den Trainer besiegt und dann seid ihr besser wie unser Trainer. So. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Super, gleich zum Start. Nichts. Hopp, Magie 1. Super. Mark 2. Nichts. Mark 3. Oh, hau den Ball nach vorne. Mark 4. Schwindig. Jeder letzte, glaube ich, oder? Ja. Marc muss noch die Sonne haben und stopp. So, wir haben 5 Runden geschafft. Mal schauen, ich bin gespannt, ob welche schneller waren. Ihr könnt uns ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wer schneller geschafft hat wie der Marc, damit wir das wissen. Wir machen wieder eine kurze Trinkpause, meine Freunde, und dann gibt es die nächste Aufgabe. Ihr könnt wieder schnell was trinken gehen. Das macht nichts, das kann ja schon mal nichts. Ich weiß meine Aufgabe nicht. Immer da, schon mal.
Wie viel reicht dann? Fast. Zwei Übungen. Ja dann? Ja, aber das sind dann 45 Minuten, reicht das. Und zwar, jetzt bin ich gespannt, weil jetzt machen wir das Ganze mit dem linken Fuß. Für einige ist das jetzt der starke. Clever wäre es jetzt, das fällt mir jetzt gerade ein. Super, so bin ich immer. Im Training ist mir aufgefallen, wenn ihr zu Hause, wenn ihr die erste Runde generell mit dem starken Fuß macht und die zweite mit dem schwachen. So, jetzt wird es natürlich auch eine koordinative Aufgabe. Jetzt bin ich gespannt, wer das mit dem schwachen Fuß hingeht. Wir machen jetzt quasi genau dasselbe Spiel spiegelverkehrt. Ich zeige es wieder ganz langsam. Wir machen links den Hokuspokus, links den Elastico, rechts eine Sohlenwende. Linke Sohle auf dem Ball. Jetzt machen wir links den Roberto Conta, rechte Sohle wendet. Also, ich bin auch Rechtsfuß übrigens, aber es ist schon gut, wenn man gewisse technische Dinge mit beiden Füßen kann. A, gibt es einige Tricks, die sollte man schon mit beiden Füßen können, da gehört zum Beispiel Cristiano Ronaldo und so dazu, weil dann landet man nun mal auf seinem starken Fuß. Da gibt es aber andere Tricks, die macht man jetzt normal eher selten mit seinem schwachen Fuß, also Hokus Pokus mit dem schwachen Fuß ist schon Respekt, wer das im Spiel benutzt. Aber es ist ja auch manchmal einfach eine koordinative Aufgabe, sich selber mal zu überprüfen, ob man es mit der anderen Seite auch hinbekommt. Also nochmal langsam links, Hokus Pokus, rollender Ball, Elastico, rechte Sohle wendet. Jetzt mache ich links, Seoberto Conta, rechte Sohle wendet. Also, ich mache nochmal einmal langsam, ich bin gerade beeindruckt von mir, wie gut ich das mit links selber kann. So, wir machen linker Fuß, Hokus Pokus. Links Elastico, rechte Sohle wendet. Jetzt habt ihr gerade gesehen, wenn mir der Ball bei dem Hokus Pokus zu viel rollt, dann war der Elastico nicht mehr so schön. Also ihr müsst wirklich schaffen, dass ihr den Kontakt hier so macht, dass ihr jetzt in den Ball reingehen könnt und den Elastico machen könnt. Sohle wendet. Jetzt machen wir links den Roberto Conta, rechte Sohle wendet. Ihr kriegt wieder viel Zeit jetzt zum Ausprobieren. Der Marc bekommt auch viel Zeit zum Ausprobieren. Das heißt, wir brauchen jetzt den rechten Fuß vorne und die andere Schulter vorne. Links wird spannend, wir haben den Elastico, schauen wir mal. Also. Ich würde schon seitlich stehen, also ich würde dich so organisieren, ja, ich würde schon so stehen, weil du jetzt nach vorne und die Fahrung kommst. Okay, probieren wir es aus. Also raus, rüber, ja, genau. Elastico. Rechte Sohle. Genau, und jetzt links in den Ball. Genau, links, Seoberto Conta, ja. Und aufdrehen, rechte Schulter, genau, das kannst du den Ball hier anhalten. Wie gesagt, ich würde immer schauen, Standfuß vor und möglichst schief stehen, weil je mehr du hier den Ball schieben kannst, desto leichter ist es eigentlich. Okay, nochmal. Also, hopp, 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 hopp. Komm ich selber drüben immer raus. Genau, du kommst aus der Bewegung raus. Das ist aber nicht so ohne. Also, was ihr wirklich schaffen müsst, ist, wie gesagt, wenn ihr bei mir schaut, ich habe meine Füße relativ weit auseinander, das mache ich bei links mit Absicht, weil es dann ein bisschen leichter ist. Jetzt kann ich den Ball relativ lange schieben und jetzt kann ich ihn erst im letzten Moment wieder einklappen. Und je mehr ich jetzt hier schon, also ich stehe nicht parallel zum Ball, sondern ich stehe schon so leicht schief zum Ball. Zu dem Fuß vor und auch der Fuß steht schon ein bisschen schief. Einfacher Grund, ein bisschen wie ein Torschuss. Wo geht mein Torschuss hin? Da, wo mein Standfuß hin zeigt. Außer beim Fehlball, bevor mich jetzt jemand korrigiert. Natürlich ist beim Fehlball so, dass ich neben das Tor ziele, wenn ich da hinschießen will, weil der Ball ja eine Kurve macht, keine Frage. Aber normalerweise geht der Ball ja immer dahin, wo mein Standfuß hin zeigt. Das ist mein Standfuß. Und am Ende will ich ja, dass der Ball dahin rollt. Deswegen stelle ich den schon so leicht schräg ab und lasse den Ball jetzt relativ weit rollen und haue den Ball vor. Und jetzt muss ich den Elastico ein bisschen gerader rausmachen. Das heißt, die Ziel müsste fast jetzt in unserem Fall hier diese Fensterscheibe sein, die da gerade vor uns ist. Ich mache den Elastico relativ gerade, weil jetzt kann ich nämlich schräg rausholen. Genau, ich bin seitwärts raus. Genau, du kommst seitwärts raus und dann wird es umspringen so, dass du brutal weit Richtung Wand kommst. Also, Streibe stehen, Zehenspitze okay. Hinter, nein, mehr Lauf. Nichts. Je mehr, wir haben hier relativ viel Platz, da geht es eh noch ganz gut. Hopp. Hopp. Hopp, genau. Jetzt, da hat ihr Römer inzwischen an. Jetzt machst du den Elastico ein bisschen gerade nach vorne. Genau, Jungs. Und ihr könnt es so langsam machen. Jetzt machst du die rechten Sohlenwände genau, so dass wir in diese Richtung kommen. Linker Fuß hält den Ball wieder an. Genau. Jetzt hopp, Spalt, Fuß schräg abstellen, Cristiano, rechte Sohlenwende. Genau, jetzt sind wir in der Bewegung drin. Und ihr seht schon, Jungs, das ist wirklich nicht ohne. Das ist auch für jemanden nicht ohne, der echt gut kicken kann. Deswegen versuchen, das wirklich erstmal langsam hinzubekommen, sich die Zeit zu nehmen, das zu kapieren, ein bisschen in die Bewegung reinzukommen. Mit dem linken Fuß ist das wirklich nicht leicht. Ja, das macht nichts. Ihr habt doch immer so ein bisschen das Ding, ihr müsst dann tatsächlich auch versuchen, in den Ball so ein bisschen reinzuspringen. Da kann ich danach auch noch mal was dazu erklären, dass wir den Marc mal zwei, drei Runden machen, damit er mal ein bisschen in den Rhythmus kommt. Sehr gut. Ja, der war super. Der war super. So. Und nehmt euch jetzt ruhig die Zeit,
dass ihr immer wieder zurückgeht zum Start und aus einer Startposition anfangen. Ja, der ist sehr klar, der Ball muss ein bisschen mehr nach schräg nach vorne wollen. Der war super als Elastico. Hokus Pokus muss ein bisschen schräger nach vorne wollen, tust dich leichter. Ja. Na? Aber man gar keinen Winkel drin und dann tust dich auch wieder schwer. Also ihr müsst immer ein bisschen darauf achten. Wir machen uns inzwischen gerne, ist jetzt egal, wir haben ein bisschen Zeit noch. Ihr müsst immer auf Winkel achten. Also am Ende ist der Hokus Pokus ein Vogelfaul. Der Ball geht da raus, da rüber. Das ist wie ein Vogelfaul. Das heißt, der Ball geht schräg nach da vorne. Der darf jetzt nicht so ganz weit ausgehen. Und das liegt wirklich viel an der Position. Wenn ich meinen Fuß so abstelle und ich mache jetzt so, dann merkt ihr schon, der Ball geht in die Richtung. So, das heißt, ich will den Ball schräg nach vorne haben. Das heißt, ich roll den Ball auch so raus. Und jetzt ist das wirklich der schwierigste Teil. Ich mache es mal langsam. Wenn der Ball von mir weggerollt und jetzt ein Elastico zu machen, dann muss ich in den Ball reinspringen. Und wenn ihr jetzt gerade gesehen habt, ich mache es mal in eure Richtung, man verliert dann ganz leicht den Kontakt zum Fuß. Eigentlich heißt Elastico ja, Zehenspitze an den Ball, drüber rollen, einklappen. Mein Fuß ist immer an dem Ball. Das ist das, was ja eigentlich Elastico heißt. Ich mache es jetzt extra mit links vor, damit niemand sagen kann, ich mache es nur mit starkem Fuß. Zehenspitze ist am Ball, ich roll am Ball vorbei, links klappt ein. So, und wenn ich das jetzt aber aus dem rollenden Ball mache, dann muss ich springen. Und dann ist die Gefahr riesengroß, dass ich jetzt den Ball verliere und dann auch den Ball so komisch im Winkel weghaue. Was ihr quasi schaffen müsst, ist, so in den Ball reinzuspringen, dass ihr jetzt schieben und einklappen könnt. Und das ist nicht, wirklich nicht leicht. Das ist hauen, klapp. Oh, das habe ich selber verkackt. Ah! So. Ich hasse es. Das ist hauen, klappen, reinspringen, hopp, hopp. Und jetzt habe ich den Winkel und jetzt komme ich in die Sohlenwende. Und jetzt stehe ich auch schon wieder schräg für den Hokus Pokus, für den Segoberto Conta und wir kommen wieder gerade raus. Ich würde sagen, wir lassen den Markus nochmal 2 Runden machen und dann macht ihr den Wettkampf diesmal gegen mich, meine Freunde. Und dann gibt es keine Gnade. Ich gehe jetzt mal hier, weil hier habe ich mehr Raum. Hast du mehr Raum? Du hast nicht vergessen, schräg zu stehen, genau. Also, hauen. Schräg. Ja, sehr schräg. Hopp, hopp. Gut. Sohlenwende. Super. Segoberto. Hauen. Rechte Sohlenwende. Super. Nochmal. Ah, die machen wir nochmal. Die machen wir nochmal. Komm. Mit der bin ich nicht zufrieden. Ich will noch eine stille Runde nehmen von dir. Komm. Kriegst du hin. Ich glaube, Jungs, das kriegt ihr hin. Nicht aufgeben, generell nicht aufgeben. Auch schwere Dinge kann man lernen und an seinen Herausforderungen wächst man. Meine ist gerade der Marc. Sind wir weiter hin? Das war nett. Mega. So, meine Freunde, wir machen das genauso, wie wir es vorher gemacht haben. Wir machen den Wettkampf diesmal bis 6. Wer zuerst 6 Punkte hat, gewinnt. Wenn ihr wieder hier steht, habt ihr es gewonnen und der Wettkampf geht jetzt gegen mich. So, ich glaube keinem einzigen von euch, dass ihr nur schwachen Fuß gegen mich gewinnt, aber wir werden sehen. So, wie gesagt, schreibt uns nach wieder in die Kommentare, ob einer schneller war wie ich. Gilt nur mit Beweisvideo, wir wollen das Video sehen. Was ist, wenn jemand der starke, der linke ist? Dann schlage ich ihn jetzt trotzdem. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Also, Hokus Pokus, Elastico, Sohlenwende. Segoberto Conta, Sohlenwende, hopp. Hokus Pokus, Elastico, Sohlenwende, Segoberto Conta, verkackt. Sohlenwende, 2, hopp, hopp. Elastico, Sohlenwende, Segoberto Conta, Sohlenwende, 3. Hokus Pokus, Elastico, oder schlecht. Sohlenwende, Segoberto Conta, 4. So. Hopp, 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 hopp. Und noch 3 Runden. Hopp. Letzte Runde, Jungs. Hopp, stopp. Und stopp. Ich hoffe, ich war der Schnellste. Bestimmt. So. Wir machen weiter so ein bisschen mit dieser Elastico-Geschichte. Wobei, ich will jetzt mal kurz eine Sekunde so durchschnaufen. Und dann machen wir weiter mit so einer Elastico-Geschichte aus einer Bewegung. Die wird auch nicht leichter. Ich habe nicht vergessen, was ich mache. Ah, ja. Und zwar habe ich mir einen richtigen Trainingspartner ausgesucht heute für Elastico und schönen. Das macht nichts. Das machen wir. Wir laden nachher noch alle anderen Kinder ein, die im Büro sind. Die dürfen es auch alle einmal ausprobieren. So. Genau. Wir versuchen wieder den Elastico aus der Bewegung zu machen. Und zwar starten wir jetzt mit einem Flickflack. Flickflack ist der Trick,
den kann man so aus dem langsamen Laufen machen. Eigentlich ist das ein ganz cooler Trick, um jetzt zu beschleunigen nach vorne, um ins Tempo zu kommen, aus wenn man langsam läuft oder geht. Wir machen es jetzt aus dem Stehen quasi. Und zwar Flickflack rechter Fuß, also rechts Flickflack gleich Elastiko und am Ende rechts eine Schussfinte. Das heißt, normalerweise ist Flickflack springen, Außenseite schiebt ins Tempo. Jetzt machen wir genau dasselbe. Wir springen, Außenseite schiebt und machen aber jetzt noch ein Elastiko und bremsen mit einer Schussfinte. Machen wir mal langsam. Also. Die Schussfinte am Ende machen wir natürlich nur, damit wir nicht durch die Wand laufen. Im Spiel würde ich jetzt natürlich versuchen, im Tempo nach vorne zu kommen. Reinspringen, raus, Elastiko, Schussfinte rechts. So, mehrere Probleme. Erstens, versuchen, Fuß an den Ball, mit dem Ball quasi rüber zu springen, ist Teil 1. Und jetzt habt ihr schon ein Problem, weil euer Schwerpunkt mit der Schulter Richtung Wand geht. Wenn ich springe, geht mein Schwerpunkt nach da. So, in dem Moment, wo ich das mache, mein Schwerpunkt da liegt, ist es aber ganz schwer, ein Elastiko in die andere Richtung zu machen, weil ich ja beim Elastiko den Schwerpunkt eigentlich über den Ball brauche. Und um das jetzt hinzubekommen, müsst ihr wirklich wieder einen Schritt in den Ball reinspringen quasi. Also ich mache hopp, reinspringen, hopp, Schussfinte. So, da weiß das noch nicht schwer genug ist, machen wir es jetzt in die... Ne, machen Sie mit rechts erstmal. Also ich wollte es eigentlich mit beiden Füßen machen, aber machen Sie erstmal mit rechts, weil das ist irre. Step by step. Wir machen Step by Step. Ja. Dann machen wir lieber noch eine Runde hinten dran mit links. So, wir machen hopp, 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 rechts Schussfinte. Jetzt brauchen wir eine gebremste Schussfinte, weil der Ball muss liegen, damit ich in den Elastiko komme. Der Ball muss liegen. Unterschiedliche Schussfinden, wir erklären es mal kurz rein. Ich kann eine Schussfinte springen und lange anziehen. Ich kann, dann rollt der Ball. Das würde ich jetzt benutzen, wenn ich zum Beispiel, ich tue so, als flanke ich mit rechts. Lange ziehen, jetzt flanke ich mit links zum Beispiel oder ich spiele nach Hause zu meinem Innenverteidiger. In dem Fall will ich ja danach wieder in den Trick kommen, beziehungsweise in den Pass vielleicht im Spiel. Und da muss der Ball relativ kurz liegen bleiben. Es kann auch ganz leicht abkippen, wenn die Jungs, die das schon mal gehört haben, so eine driftende Schussfinte. Das heißt, dass der Ball schon so ein bisschen auf meinen rechten Fuß überrollt. Das heißt, ich lasse den Ball so ganz leicht in diese Richtung rollen. Wer den Ball jetzt gesehen hat, der rollt so ganz leicht rüber, weil jetzt bin ich nämlich wieder in der Position, hopp, hopp. Hopp. Jetzt legt der Ball wieder, dass ich hopp, hopp, hopp. Jetzt legt der Ball wieder, dann kann ich wieder hopp, hopp, hopp machen. Ha. Ich bin so stolz, dass ich das vormachen kann und nach dem Wettkampf verkacke ich es wieder. Ha. Ihr bekommt wieder ein bisschen Zeit zum Ausprobieren, meine Freunde. Ich auch. Und der Marc natürlich auch. Genau. Also Elastiko, Flickflack. Genau, rüber. Elastiko rein und jetzt rechts eine Schussfinte und der Ball muss relativ liegen bleiben. Super, perfekt. Marc, läuft bei dir. Ja, die Schussfinte treibt nach außen, das ist das Problem jetzt. Aber das macht nichts, wenn euch das mal passiert, Jungs, dann holt euch den Ball jetzt zurück. Die Übung war gar nicht so schlecht, das war jetzt eher die Schussfinte, die nach außen treibt. Ihr müsst jetzt wirklich eine Schussfinte machen, die am besten fast an der Stelle liegen bleibt, wo ihr herkommt. Nee, Flickflack erst durch den Mann. Ja, genau. So ist der Platz gemacht. Ja, ich bin schon gegen die Wand gelaufen hier. Nein. Kein Hokuspokus, Flickzeug. Ich wollte schon wieder den Trick von vorne machen. Marc, es verwirrt zu viele Tricks. Ah, Marki. Also, wir müssen mal kurz durchschnaufen, der Marc muss sich schnell mal konzentrieren. Also, Flickflack und Elastiko. Genau, Flickflack und Elastiko in eine Bewegung. Ich bin so geflasht von dem Trick davor, dass ich doch immer voll drin bin. Also, neue Aktion. Also, Elastiko, ein Flickflack, Elastiko. Schussfinte, super. Macht nichts, wenn der Ball ein bisschen rollt, rollt er noch einen Tick nach vorne. Jetzt wieder Flick. Richtung Kamera, Elastiko, Schussfinte, muss richtig liegen bleiben. Genau, du rollst euch den Ball ein bisschen hin. Perfekto. Super, super. Ja, macht nichts. Linken Fuß zu kurz gesprungen, deswegen treibt der Ball nach außen, aber das passiert. Also, ich würde gerne sagen, zu lange Füße, aber dann hast du leider... Also bitte, die Ausrede zählt heute nicht. Du trainierst ja nicht mit Pferden. So. Nein, nichts passiert. Nochmal. Macht nichts passiert. Jungs, wie gesagt, nehmt euch Zeit. Warum nicht schauen wir uns nicht zu? Ja. Schönen Gruß an Alex. Super. Ja, perfekt. Ja, üben. Guck mal schon rein. So schlecht war der nicht.
Ich würde nur gerne, wenn er noch länger läuft. Aber desto schwerer wird es natürlich auch. Ja, je länger der Ball läuft, desto schwerer wird es natürlich. Das ist korrekt. Aber es ist super jetzt. Ich denke, das kriegt der Marc so gut hin. Und wenn der Marc das so gut hinkriegt, dann habt ihr das auch alle geschafft. Wir machen es jetzt so: Den Wettkampf im rechten Fuß macht ihr wieder gegen den Marc. Und danach machen wir noch linker Fuß. Und den macht ihr gegen mich. Der Marc kriegt wieder nur 5 Runden, weil ich nett bin. So. Also, wer zuerst. Ich auch 5 Runden. Ja, also aber ich habe 6 gemacht. Deswegen habe ich gesagt, ich bin nett zu dir. Schau. Ich habe noch 3 gegeben eigentlich. Also, der Marc macht wieder und sagt wieder Stopp, wenn er bei 5 ist. Und dann schauen wir wieder, wer von euch schneller ist. Was ist in einer Runde? Bis oben unten oder immer was Schuss findet? Stimmt. Das ist eine gute Einwand. Dankeschön. Ja, ich mag Kinder, die mitdenken. Nachdem es jetzt immer derselbe Trick hin und her ist, ist immer ein Durchlauf eine Runde. Dafür machen wir auch bis 10. Also das müsste keinen Sinn machen. Okay. Also, da ist die Frage wiederum nichtig gewesen. Also, also wenn ich hier unten wieder ankomme, Runde 1. Nein, wenn du hier unten wieder ankommst, ist das so Runde 2 dann gleich schon. Einmal hoch 1, 1, 10, 2, 5. Ja. So, alle verwirrt, wunderbar. Ja, alle verwirrt, super. Also 10-mal Schussfinde machen. Ja, genau, 10-mal Schussfinde machen, dann habt ihr gewonnen. Hopp! 1. Ja, Kontakt verloren, macht nichts. 2. 3. 4. 5. 6. Und Marki. So, Marc hat eine super Mischung eigentlich aus Tempo und trotzdem sauber. 7. Nimmt sich dann auch lieber mal die Zeit, wieder sauber zu machen. Weil das sollte schon auch im Wettkampf drin sein. 8. 2 haben wir noch. Ich höre da schon einen Stoppschein. Hätte nicht sein müssen. 10. Super, Jungs. Und Marki, wir machen nochmal eine kurze Trinkpause und dann gibt es noch eine allerletzte Runde und dann war's. Schon denken könnt, machen wir auch das jetzt mit dem linken Fuß. Und zwar, gleiches Prinzip, Fuß an den Ball, links Elastico, links gebremste Schussfinte. Wenn der Ball wieder liegt, habt ihr kein Problem. Links, links Elastico, links gebremste Schussfinte. Das war keine gute Schussfinte, das war überhaupt keine Schussfinte. Die vergessen wir ganz schnell. Die war scheiße, auf gut Deutsch. So, wir machen reinspringen, Elastico, gebremste Schussfinte. Reinspringen, Elastico, gebremste Schussfinte, die war auch wieder zu lang. Also ihr seht, das passiert schon mal. Ja? Liegt auch sehr daran, wie ihr aus dem Elastico rauskommt. Wenn der hier ein bisschen gerader ist, ist es auch leichter, die Ball hier so zu bremsen, dass der Ball liegen bleibt, relativ mittig in meinem Körper. Aber jetzt kann ich wieder reinspringen, raus, Elastico, gebremster Ball. Ich würde vorschlagen, der Marc, lass mal 2 Runden ausprobieren, dann machen wir noch den Wettkampf gegen mich und dann haben wir es geschafft. Okay, also Schnickflack, Elastico raus. Genau, selbes Spiel, spiegelverkehrt. Wie mir hat neulich jemand gesagt, das ist ganz einfach, man sagt den Kindern einfach spiegelverkehrt, deswegen die alle hin. Ich behaupte, nein. Ich glaube auch nicht. Also, wir hüpfen mit dem linken Fuß an den Ball, spielen rüber, machen jetzt links den Elastico und machen links die Schussfinte. Ja, macht nichts, aber die Grundidee wäre da gewesen. Nehmt euch ruhig Zeit. Genau, machen wir. Der läuft aus dem Bild raus, das ist das Problem. Stimmt. Das wäre jetzt aber besser gewesen, wenn du nicht im Bild wärst in dem Fall. Auch ein Argument. So, wir machen links wieder den Ball mit der Innenseite Richtung Wand. Also, einspringen, hopp, 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 Schussfinte. Genau, der rollt ja wieder sehr weit hier raus, aber das macht nichts. Es liegt ein bisschen daran, wenn du mit dem rechten Fuß nicht nachkommst, dann passiert das, aber das ist nicht so schlimm. Ja, aber jetzt es wird schon. Machen einfach mal Einzeltraining, dann kriegen wir es hin. Passt, gebucht. So. Alle Jungs, die gestern in der Kommentare machen, lachen nur.
Hey, war gar nicht schlecht. Sehr gut. Sehr gut. Marki macht noch einen, Jungens, und dann machen wir unseren Wettkampf. Und dann können wir alle in die verdiente Pause gehen. Super. Mega. Okidi, dokidi. Also, Jungs, Wettkampf gegen mich. Soll ich mit links wieder? Immer habe ich die schwere Aufgabe drin. So, das ist doch eine Aufgabe danach, weißt du noch nicht. Ja. Und zwar, wir machen wieder bis 10, also 10 mal Schussfinte, dann habt ihr gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Flick, Flack, Elastico, Schussfinte. 1. Flick, Flack, Elastico, Schuss 2. Jetzt muss ich schnell beginnen hier. Flick, Flack, Elastico, Schussfinte. 3. Flick, Flack, Elastico. 4. 5. 6. 7. 8. Oder die Hirnfaust. 9. Und die letzte. 10. Oh, und stopp. Die waren nicht gut. Ah, egal. Stopp. Auf jeden Fall. So, Jungs, ich hoffe, dass wir alle bekommen haben. Willst du nicht eine Sonderaufgabe haben? Was für eine Sonderaufgabe? Natürlich müssen wir jetzt von dir sehen, rechts und links kombiniert. Boah, was vom letzten. Das ist kein Problem. Also, wer sich selber herausfordern will, der kann links Fokus, Schussfinte, rechts Fokus. Oh, warte, ich mach nochmal schneller. Also, vielleicht war ja nicht, aber ich mach nochmal schneller. Nein, nein. Hopp, hopp, hopp. Schussfinte, rechts. Oh. Der geht immer noch schöner. Hopp, links Schussfinte. Rechts Schussfinte. Könnt ihr übrigens bei dem anderen Trick natürlich auch machen. Habt ihr eine Hausaufgabe? Könnt ihr mal beides kommen? Könnt ihr noch ein bisschen üben? Genau. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Nachmittag und eine schöne restliche Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Real auf dem Platz. Und wenn ihr an der Technik arbeiten wollt, Einzeltraining dürfen wir ja machen. Also, kannst du empfehlen. Wir sehen uns. Geht zum Matthias, geht wohin ihr wollt. Und dann, ja, alles Gute, bleibt gesund.